und möchte jetzt ohne große Worte machen, das Mikrofon weitergeben an andere, die großen Worte machen. Wir fangen an mit Tibor Harrach von Bündnis 90 Die Grünen, LAG Drogen Berlin. Ja, hallo. Liebe Freunde, wir haben uns heute der Hanfparade angeschlossen, um für eine andere Drogenpolitik zu demonstrieren. Denn wie hier alle wissen, das weltweite Verbot von Hanf wie auch der anderen Drogen ist gescheitert. Das weltweite Drogenverbot produziert aber ein unvorstellbares Ausmaß an Gewalt und Elend. Die aktuelle Situation in Afghanistan macht auf dramatische Weise deutlich: Drogenprohibition und milliardenschwere Militäreinsätze dämmen die Drogenproduktion und den Handel nicht ein, sondern wir fördern ihn und mit Waffen finanziert oder auch Terror finanziert. Früher einmal stand der Begriff schwarze Afghane für Happiness and Peace. Heute steht Afghanistan für unter anderem durch Heroinexport finanzierte Gewalt. Liebe Freunde, wir müssen aus diesem Teufelskreis aussteigen. Und wir wissen, ohne Legalisierung geht das nicht. Darum demonstrieren wir hier und heute für unser unantastbares Recht auf Rausch. Und all die Lügen, die in den Medien verbreitet werden, Medien, die offensiv und ganz schamlos für Drogen wie Alkohol und Tabak werben, all diese Lügen können uns nicht mehr beeindrucken. Wir wissen, Hanf macht nicht gewalttätig. Hanf macht auch nicht süchtig und Hanf macht auch nicht krank. Wir wissen, Hanf zur richtigen Zeit in der richtigen Menge genossen, kann verdammt glücklich machen. Nicht zuletzt daher, weg mit dem Hanfverbot. Liebe Freunde, dafür demonstrieren wir jetzt seit fast 10 Jahren. Und wir haben uns bei den Grünen häufig und selbstkritisch gefragt, macht das noch einen Sinn, wo wir doch auch Regierungspartei sind und die bundesrepublikanische Drogenpolitik mitzuverantworten haben. Und unsere Antwort lautet, selbstverständlich macht es für uns Grüne Sinn, auch weiterhin für eine andere Drogenpolitik einzutreten. Auch wenn wir uns in den letzten Jahren in vielen Punkten nicht gegen die Betonköpfe in der SPD durchsetzen konnten. Otto Schilly ist ja nur ein Name, den ich hier an der Stelle mal nennen möchte. Es muss hier einmal ganz klar gesagt werden, es ist die SPD, die vieles in der Drogenpolitik verhindert hat. Zum Beispiel auf unseren Antrag Einrichtung von Coffeeshops hier in Berlin. Hatten wir als Grüne beantragt, die SPD hat abgeblockt und auch die PDS hier in Berlin ist dabei umgefallen. Und auch die aktuelle Diskussion um die sogenannte Drogentour der PDS oder der Linkspartei in Sachsen zeigt, auch auf die Linkspartei ist drogenpolitisch kein Verlass. Nur wir Grünen können und werden die Drogenlegalisierung aktiv vorantreiben. Dafür werden wir weiter kämpfen. Legalize Hanf! Was habt ihr denn gemacht? Was hast du denn gemacht?